Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 3, Folge 11. Mein Spiel ist zwischendrin wieder abgestürzt. Ich habe echt viele Probleme damit. Ich hätte den abschießen sollen. Ich glaube, ich hätte ihn tatsächlich abschießen sollen. Ich wollte den jetzt gerade nicht abschießen, weil ich hier gerade anmoderiert habe und auch ehrlich gesagt gucken wollte, was der denn tut. Oh, guten Tag. Ich glaube, jetzt weiß ich, was der tut. Ich. Okay. Aber irgendwer hat doch noch geschossen. Mit irgendwer meine ich einiger. So. Ach, guck mal, guten Tag. Haben wir wieder unsere Maskenfreunde. Oh. Hallo. Please, danke. So. Weiter, weiter, weiter. Nicht hier durchs Fenster, nein, schade. Oh. Ich wollte hier gucken, ob was ist. Ja, was ist? Wer beschwert sich? Du beschwerst dich. Und jetzt rennst du auch noch weg. Oh, jetzt rennst du nicht mehr weg. Ich glaube, das hat sich erledigt. Oh. Ich sehe dich dann auf der anderen Seite wieder. Meine Güte. Ich will immer Shift drücken, um zu sprinten. Sprinten, sprinten, laufen. Zu laufen, genau, so. Haben wir denn hier eine sehr einladende Toilette? Eine Drogenoperation. This was gonna be a safe medical detox. Okay. Hier was? Kann man hier rein? Warum sollte man da rein können? Haben wir hier? Hätte ihn ja jetzt gehauen oder sonst was. Oh. Ah, wollen wir uns doch mal um den eben kümmern. So, gib mir mal die AK. Haben wir denn hier Schönes außer Drogen? Kartons, mehr Drogen. Noch mehr Drogen. Noch mehr Drogen. Drogen untersuchen. Passos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust. Packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene. Cheaper, stronger and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Ja, oder halt nicht so ehrenhaft, je nachdem wie man es drin. Zwar ein bisschen Schmerzmittel reinzimmern. Da geht's wohl nicht lang. Oder auch doch. Mehr Drogen. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. Würde da mal weggehen. So funktioniert, weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall schön. Jetzt weiß ja auch jeder, wo ich bin. So, haben wir hier irgendwas von Interesse? Oh, untersuchen. Was kann ich hier untersuchen? I was definitely in Commando Sombra territory. If Fabiana was still alive, she couldn't be far away. Weißt du's? Vielleicht haben sie sie schon nach Amerika gebracht. Ansonsten wohin. Okay, ist der gleiche Kerl am Fenster.
Und sie auch nur, ey, so eine Scheiße, jetzt kommt der schon wieder zu meinem Haus. That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Ich glaube auch, dass er dich expected hat. Na? So, dich wollen wir raus haben, dich wollen wir raus haben, dich wollen wir raus haben, dich wollen wir raus haben. Noch irgendwer? Oh ja, definitiv noch wer. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Liegt nichts Interessantes. Oh, doch, da liegt was Interessantes. Na, für was haben wir es abgesägt? Oh. Ja, den kann ich nicht treffen, so rum. Kann ich das irgendwie... Ich finde das ein bisschen gleichzeitig cool mit dem Todesding hier. Auch sehr doof, weil wenn du da halt was zwischen hast, was machst du dann? Vielleicht nicht hier setzen. Ah! Ah, ich brenne. Mal schön Painkiller reinzimmern. Na, diesmal hole ich dich aber. Haben wir das Ding da noch hin? Nein, haben wir genommen. Okay. Ey. Okay. Wollte jetzt ein bisschen auf Lebensregeneration warten. Gibt's ja hier gar nicht. Ja, das ist aber nicht der einzige. Meine Güte. Aber ich habe noch genug Leben. Ich dachte, ich bin gleich tot. So. Noch mehr? Ja, noch mehr. Okay, nehmen wir die raus. Das Schmerzmittel, da hätte ich gerne, danke. Nehme ich nur noch zwei jetzt. Oh. Zack. Darf ich mir die klauen? Ich hätte die, glaube ich, ganz gerne. Wenn ich ehrlich bin. Wie? Haben wir hier was? Nein. Darf ich mir die klauen oder ist die kaputt gegangen? Ist kaputt gegangen. Existiert einfach nicht mehr. Okay. Nichts. Hallo? Vorwärts, danke. I had to hope the king was in his castle. Mhm. Wir wollen doch mal gucken, ob er in seinem Schloss ist oder nicht. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Gute Idee. Let the girls go. No one needs to die, asshole. Oh, mano, curso, gringo de merda. Vou matar. Don't you kill her! Don't you! Okay. Da geht die Party auf. Around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. I'll give you a minute, buddy. We'd only been married a short time. By now, she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her,
and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Ich glaube auch nicht, dass der uns sagen will, ja, hier, sie haben 2000 in der Lotterie gewonnen oder so. Aber if I could get back to Passos, we'd be in a slightly better position to handle this situation. Sind wir das? Möchte ja nicht böse sein, irgendwie. Und vielleicht langsam das Gefühl, dass Passos mit denen zusammenarbeitet. Weiß es aber nicht, ich weiß es nicht. Werden wir wohl rausfinden. Oh, schöner Schuss. Na. Na. I was the reason Passos was here. Splitting without him would be beneath even an asshole like me. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after. Got that feeling too. No. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had, a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's any luck left to identify the blocks with. You good? Yeah, I'm okay. Scheint ja fast so. Als ob unser Freund hier ein Granatwerfer war in der Vergangenheit. Scheint relativ sauber zu sein. Ich weiß nicht, auf was du schießt, aber ich weiß, dass hier ein goldener Teil ist für die 9mm Auto. Nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, den Teil. Wahrscheinlich schon wieder 3 übersehen. Oh. Ah! Ich bin gefragt, wer hier schießt. Sind noch mehr da. Oh. Okay. Haben wir noch hier? Oh. Weg mit dem. Ja, bitte. Ja, bitte. Sehr kurze Reichweite, wa? Kein Wunder, dass die nur verfehlt haben. Na, das war's. Hätte ich vielleicht aufheben sollen. Aber jetzt haben wir sie verschossen. Warum nicht benutzen, wenn man es bekommt, nicht wahr? Saying goodbye is painful. Ja, das stimmt. This way, through the gate. Hey, come on. Hey, wake up. Let's go. There he is. Hey, how you doing? You heard about the thing? $100,000. I'm not fucking around. I'm not either. You know what? I'll trust Joe. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, yeah, but how are we gonna know who whacked him? Huh? I got hollow points. Yeah, look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even, all right? All right, fair. That's all. I look like a fucking socialist, you fool. An aid worker? Yeah. We'll work it out together, okay? Look,
Cuz, how long we been doing this? I'm not giving no handouts. Not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Shut up. Whatever. Don't shut up. There he is! Right? Just look. Just look. Joe! Oh! Ich glaube, dass es wer anders den ihr da habt. Wow. Okay, versuchen wir das nochmal. Oh. Was? Wo ist der? Bin ich doof? Wer ist da hinter ihm? Okay, also wir wollen dich raus haben. Genau. Wo ist denn unser Freund? Ups. Ja, es hat sich nie. Ist der da gerade gespawnt? Okay, also dich raus. Hey, get up! Ich habe keinen blassen Schimmer. Liegt das an meinen FPS? Hab ich zu viele Frames oder sowas? Und wenn ich jetzt keinen erschieße, stirbt er trotzdem. Okay, versuchen wir das in der nächsten Folge mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Ende jetzt hier gefallen. Und richtet hören wir uns beim nächsten Mal. Euch einen schönen Tag. Tschüss.